Hallöchen, meine Damen und Herren. Vor kurzem haben wir im Stream über Maps gesprochen, die noch fehlen. Und da ist doch Agency gefallen. Und ich hatte erzählt, dass ich dazu ein Video machen wollte und dachte mir, aber irgendwie ist es auch schon zu spät, weil, ja. Aber ihr meintet auch noch aus. Also, let's go. Hast du gerne Vorspiel? Nee, jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann ich nichts. Ich hab Termine. Ach ja, Agency. Eine Map, auf der wir unter anderem eine Aufgabe in einer Operation hatten, die einem Fiebertraum glich. Man musste total schnell ganz viele Scheiben... Hier sind ja keine Scheiben drin, what the fuck? Man musste ganz schnell ganz viele Scheiben zerstören und hat dann so eben die Aufgabe schaffen können. Und das musste damals jeder machen, also jeder, der auf dem Server war. War ein Megakrampf, die Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier sehr gerne drauf gespielt und ich erinnere mich, dass wir Agency unter anderem auch in einem unserer, ich glaube im ersten oder zweiten 24-Stunden-Livestream gezockt haben. Also hier hängen auf jeden Fall dicke Erinnerungen dran und so ein bisschen vermisse ich die Erhöhung hier mit dem Helikopterlandeplatz, aber Kramplätze müssen verdichtet werden. Und genau darum schauen wir uns jetzt mal ganz gemütlich die Map an, denn wie gesagt, wir haben einige Fans bei uns in der Community, die hier richtig, richtig, richtig Bock drauf haben und die CS2-Version ist geil geworden. Wir fangen jetzt also mal ganz genüsslich hier am T-Spawn an, hier war ich ja eben schon. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass wenn ihr die Gläser kaputt macht, dann hört ihr die Windgeräusche. Und wenn ihr die Gläser nicht kaputt macht, dann nicht. Sounddesign-mäßig, Banger. Der gesamte T-Bereich ist aber sonst, also baulich, eigentlich komplett gleich geblieben. Ihr habt hier die üblichen Gänge wie davor auch und habt keinen versteckten neuen super tollen Weg oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Hier die Ecke auch relativ unbeeindruckend, da ist überhaupt nichts. Wir haben hier auch wieder, wie hieß es, Paper? War das ja Paper? Ich glaube schon, dass es Paper war. Und diesen, ja, Meeting-Küchen-Sitzbereich. Wenn ihr jetzt aber hier rausgeht, habt ihr schon mal eine kleine Veränderung und zwar kann man hier hochjumpen. Ich meine, dass das im Vorfeld nicht ging. Und wir bleiben mal direkt hier unten. Ihr habt hier den üblichen Weg nach oben und könnt jetzt nach da hinten zum City Spawn laufen. Jetzt ist hier in die Richtung auch nochmal eine Neuerung und zwar war dieser Bereich nicht vorhanden. Man ging hier rein und konnte eigentlich ziemlich direkt links hier runter und dann eben raus zu den Cities, zum City Spawn, der sich auch verändert hat, wie man vorhin bereits sehen konnte. Und hier ist eine, was ist das denn? Eine Stolperfalle. Oder bin ich gespannt, ob der geht, das müssen wir später testen. Dieser Eintrittsbereich der Cities ist eigentlich relativ normal. Du hast hier dann direkten Kontakt mit den Tees immer gehabt. Hier konntest du dann wieder nach vorne zum Spawn laufen. Und dann konnte man auch noch hier hoch, um sich auf eine erhöhte Position zu stellen. Jetzt hast du aber noch diesen Gang hier, der die ganze Sache natürlich etwas gemütlicher macht. Denn du kannst jetzt als City mehr oder weniger in Sicherheit crossen und direkt hoch. Das war mitunter nicht einfach, wenn hier oben eine AWP war und du musstest halt zwingen hier vorbei, da war deine Flash oder eine Smoke nötig oder halt Glück, dass du nicht getroffen wirst. Des Weiteren kann man hier oben mit Smoken, Flashen und so weiter und sich hier dann so ein bisschen hocharbeiten und dann hier rein ärgern. Natürlich haben wir den Standardgang hier hinten durch den Pieps. Oh, ist ein anderes Geräusch. Aha, aha, aha. Und dann bist du halt wieder hier in der Eingangshalle. Die übrigens auch etwas bombastischer aussieht hier. Hier ist sogar ein Fahrstuhl offen. Komm, wir fahren mal in die 15. Oh, damn. Hier unten hat man dann nach wie vor die Wahl, gehe ich unten lang oder gehe ich oben lang durchs Büro. Das Büro hat sich auch jetzt optisch nicht wirklich verändert. Wir haben jetzt halt diese wunderbaren Bildschirme. Dann kann man sich hier auch wieder hochboosten lassen von einem Kollegen und dann total cool geheadshottet werden. Ah, yes! Und auch der restliche Weg hier ist absolut Standard. Doch hier haben sie Strom verlegt. Was ist denn hier los? Hallo? Ah, die Bergrettung, sehr gut. Guck mal, der bewegt sich sogar. Oh. Mm. Was, der hat sogar ein Interieur, hä? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, wo geht der Strom jetzt hin? Ach so, das ist... Ah, okay, alles klar, gut. Ja, sind die Sprengladungen, beruhigt euch. Nun ja, und schon kommen wir wieder in den T-Spawn-Bereich. Und hier steht Synergies. Denn Synergien im Team sind wichtig. Und? Let's go! Das ging aber bei Train noch nicht, meine ich, oder? Dass du den zerfetzen konntest, den, Natürlich haben wir hier unten noch einen Bereich, den wir beäugen wollen. Und zwar haben wir nämlich hier den direkten Bereich, um hier unten anzukommen dann. Ne, ihr wisst schon, vorhin sind wir von da gekommen, jetzt kommen wir von hier. Und dann könnte man hier hochstürmen und halt alles platt machen. Aber auch diesen Bereich wollen wir noch kurz abchecken, Richtung City Spawn dann wieder. Hier sind dann wie, gewohnt die Toiletten, sind auch exakt. Man kann sogar rein, sehr gut. Das konnte man früher nicht. Zu 100% konnte man nicht in die Toiletten rein. Hier ist auch ein Fernseher. Alter Falter, Smart Mirror. Das ist ja, also das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Achso, sind euch die anderen Fernseher hier drüben auch aufgefallen? Guck mal da. Das hier, also nicht Fernseher, aber die Bildschirme, die verändern sich auch. Outstanding in our field. So sieht es nämlich aus. Und actually steht auf den Büchern auch Zeug. Wenn man da mal reingeht, so wie der Otto Normal-Jürgen, ne? Dann hast du hier Marketing vom... okay. Magnesium Magnetics Marketing. Draw Rectangle. Okay, ja. Das ist natürlich sehr wichtige Lektüre, ne?
Comprehensive Guide to Sales. Ihr habt kurz Slaves gelesen. Holy shit. Ja, also es gibt sehr viel zu sehen. In der Küche haben wir noch gar nicht. Was haben Sie hier stehen? Kram. Mhm. Oh, von außen sieht das Ganze übrigens sehr, sehr dunkel aus. Achso, wir wollen noch das Ding testen. Warte mal. Das ist ja bestimmt... Oh, das geht zwischen seinen Beinen durch. Guck mal, der tunnelt. Das ist vielleicht eine dumme Sau. Jetzt. Jetzt steht er drin. Er steht voll drin. Vielleicht ist irgendwo so ganz unauffällig einfach eine kleine rote... Ah, warte. Ah, ha, 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 ha. Also das ist schon sehr geil. Oh, jetzt passt mal auf. Ich lasse ihn laufen. Läuft der schon? Hallo? Oh. Ja, der kommt. Der holt doch jetzt nicht die Geisel. Hör, Drecksau, aufhören. Also es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Es leuchtet nicht von Grund auf. Wenn da einer durchgeht, dann leuchtet es und wahrscheinlich bleibt es halt dann einfach an. Ja, guck, der ist durch, der ist durch. Hubble 718. Hallo? Wer hat doch eben geschossen? 4711? 912? Oh Leute, ich hab noch was gefunden. Achso, ja gut, also man kann auch in diesen... Man kann auch von hinten rein. Und man kann oben drauf. Oh my God. Oh, überleg mal, du hast die Geisel defused, rennst als City hier hin und willst einfach nur schnell noch eine Story von deinem Bürgermeister dir anhören. Und dann steht hier oben einer mit einer Snipe oder so. Ganz billig, ganz dreckig. Terrorist Jürgen auf der Hut. Es gibt generell so viele Punkte. Guck mal, du machst einfach den hier. Stopp! Jetzt interessiert mich natürlich noch Folgendes. Und zwar kriege ich das hier auch angezeigt, wenn da einer durchläuft. Ich hoffe mal, dass einer von euch beiden irgendwie durchläuft, ihr Keks. Ah, scheiße, ich habe schon ausgelöst. Ja gut, aber es geht auf jeden Fall. Tja, Jungs, was ist jetzt los, ha? Was macht ihr jetzt? Wow, 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 wow. Nun ja, fassen wir zusammen, Leute. Synergie, Telemetrie, Dumbfuckery, The Agency. Also ich freue mich drauf. Und ihr? Jetzt gibt's noch drei Dinge für euch. Erstens, vergesst unser Glove-Giveaway auf Twitch nicht. Einfach dazukommen in den Stream, zuschauen, während des Schauens Bubble-Dollar sammeln, mitspielen und so weiter und so fort und beim Giveaway mitmachen. Zweitens, gibt es hier auf YouTube mal wieder ein Music-Kit im Giveaway für euch. Und zwar dieses hier. Das Teil könnt ihr ganz einfach gewinnen, indem ihr etwas zu Agency in euren Kommentar mit einbaut. Also wie gut euch Agency früher gefallen hat, wie gerne ihr es jetzt im Map-Pool oder halt im Casual-Pool hättet und so weiter und so fort. Und drittens, wir müssen ganz dringend noch YouTube-Giveaways auflösen. Das mache ich jetzt mindestens drei, aber eher vier. Let's go! Zuallererst gab es für euch eine M4A4 Tooth Fairy zu gewinnen. Und in dem Video ging es um dieses WAC oder vielmehr Anti-Cheat-Anzeige-Ding in Steam selbst. Also dass jetzt die Spieleentwickler unter anderem auf Steam, auf der Mainpage zu ihrem Spiel angeben müssen, was für ein Anti-Cheat sie benutzen und ob sie überhaupt eins benutzen. Vielen lieben Dank für 212 Kommentare. So ein Banger, ihr alten Macher, ihr Schreiberlinge. So, that's right, official. Wenn es damit zukünftige Cheater abschreckt, sollen sie es gerne dort setzen. Wenn WAC-Versionen und so weiter irgendwann mal funktioniert. Ich glaube zwar eher weniger, dass es Cheater abschreckt. Es ist aber für den End-User, also für manche End-User halt wichtig zu wissen, was für ein Anti-Cheat installiere ich mir da mit dem Spiel. Weil viele eben nicht wollen, dass da ein Anti-Cheat mit dabei ist, das so tief in ihren PC eingreift. Dann lassen sie es lieber ganz. Gewinnender Kommentar auf jeden Fall, that's right official. Somit schreibst du mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und fügst deiner Kanalinfo, wie bereits geschehen, dein Trading hinzu. Sehr schön. Als nächstes gab es eine M4A1S Flashback für euch. Und hier sollte man sagen oder vielmehr schreiben, mit welchem Counter-Strike-Teil man angefangen hat, Counter-Strike zu spielen. Vielen Dank für 194 Kommentare. Wir hatten übrigens letzte Woche, ich hatte es in meinem YouTube gibt ja einmal in der Woche so ein Feedback oder so ein Rückblick. Wir hatten über 700 Kommentare letzte Woche. Holy, holy shit. Vielen, vielen Dank. Absolut geil. Danke hier für 194, ihr alten Zerstörer. Und der mögliche Gewinner ist Angry Gamers seit Sommer 22 in CSGO. Alles klar, also noch ganz frisch dabei, wenn man so will. Du hast somit die M41S gewonnen. Bitte hier melden unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und bitte hier einmal noch deinen Trade-Link einfügen. Dankeschön. Des Weiteren gab es für euch noch einmal diesen Charm Big Kev, aber ich weiß nicht genau welchen. Entweder den oder den mit der blauen Krawatte. Einen von beiden gab es auf Twitch und da habe ich mir die Nummer, die Template-Nummer aufgeschrieben. Wartet kurz. Das ist ein bisschen blöd. Ganz selten kollidieren mal die YouTube- und Twitch-Giveaways, weil es halt dasselbe gibt und ich habe davon zwei. Und da ist dann das Pattern bei diesen speziellen Dingern entscheidend, weil ich die live ziehe für die Leute. Also es gibt live einen Gewinner, Jürgen zum Beispiel, und Jürgen sagt, mach mir bitte mal diese Collection auf. Und dann mache ich die Collection auf und dann ziehe ich zum Beispiel die hier. Die bekommt der Jürgen dann. Wenn ich aber zwei Stück davon habe, dann will er natürlich seine. Und deswegen muss ich in dem Fall aufs Wear-Rating achten, damit ich die richtige verschicke. Aber so wie es aussieht, sind die Käftinger beide für euch. Also hat dann einen von den beiden. Um hier dabei sein zu können, sollte man schreiben, ob man eher so der Movement-Gott oder der Movement-Krüppel ist, zwecks Counter-Strike-Movement. Wir schauen uns die ganze Sache mal an.
auch kurzum, wie wichtig für einen halt Movement im Spiel ist. Movement ist nicht so meins. Ui, pfui. Sehr schöner Name und ja, du hast somit auch direkt gewonnen. Bitte einmal hier unter dem Video melden und hier, wie bereits geschehen, deinen Trade-Link rein. Sehr schön. Und zu guter Letzt gab es noch eine USPS Alpine Camo für euch zu snacken. Und bei der Frage in diesem Video ging es tatsächlich um etwas, worum es jetzt auch gerade geht, um die Giveaways. Und zwar hatte ich euch da gefragt, ob ihr auch immer schön untradebar seid. Denn ich habe mitunter die Problematik hier bei diesen YouTube-Giveaways mit den Leuten, die ich sonst nicht erreichen kann, außer über die Videos, dass man hier mitmacht. Übrigens danke für 138 Kommentare. Und der Gewinner oder die Gewinnenden aber ja nicht ready sind, also mir keinen Trade-Link schicken. Und wenn sie mir dann doch einen schicken, dann ist der entweder falsch, also veraltet, weil sie sich zwischendurch einen neuen gemacht haben, dann zählt der alte logischerweise nicht mehr. Oder, und das ist Fehler eigentlich Nummer 1, sie sind auf privat gestellt. Also das Inventar ist zum Beispiel auf privat gestellt, dann kann ich euch nicht untraden. So, der letzte Satz, ja, hab's Inventar jetzt seit Jahren öffentlich. Die Budget-Scammer nimmt man dann in Kauf. Richtig. Ist bei mir genauso. Ich habe mein Inventar zwischendurch mal ganz, ganz kurz auf privat stehen gehabt, also mein ganzes Profil. Aber ja, schon seit vielen, vielen Jahren habe ich einfach alles öffentlich und tatsächlich hält es sich in Grenzen. Ich mache es grundsätzlich so, dass ich bei Freundschaftsanfragen, wenn denn Platz auf meiner Liste ist, ich bin halt relativ voll wegen der Community, aber wenn Platz ist, dann gucke ich immer direkt, kenne ich denjenigen aus meinen Streams zum Beispiel? Ist der dabei? Hat der schon mit mir gespielt? Ist der in unserer Steam-Gruppe? Das kann ich euch auch nur raten, ist Punkt Nummer 1. Ich nehme nur Leute auf, die bei uns in der Steam-Gruppe die Dummbabler drin sind, sonst niemanden. Das heißt, ich kann schon mal alle, die mich anfragen, die nicht in der Gruppe sind, ignore. Das ist eine ganz einfache Regel. Denn so gut wie kein einziger Scammer wird das beachten und bei uns in der Gruppe sein, obwohl es bei mir auf dem Profil steht, dass ich nur Leute annehme, die in unserer Steam-Gruppe sind. Zazurin, bitte unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und deinen Trade-Link in deine Kanalinfo packen. Dankeschön. So, und das war's dann auch schon wieder. Ich ziehe jetzt direkt durch, zwecks Livestream, der fängt ja gleich an, 18 Uhr heute wieder. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewer Games, Giveaways, ganz viel Spaß, kommt rum. Bis gleich, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken